Erster Redner ist Walter Rosenkranz von der FPÖ. Danke, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin. Ja, an sich, dieser Antrag ist ja relativ einfach, außer dass er von den Freiheitlichen kommt. Weil ich beschränke mich jetzt darauf, nicht das zu sagen, was wir meinen, sondern ich darf Sie einführen in die Welt von andersdenkenden Politikern, politisch Verantwortlichen. Dieser selbe Antrag hat im Wiener Landtag die Unterstützung der ÖVP gefunden. Diese Idee, diese Anregung, zu dieser sagt der oberösterreichische Landesschülerratspräsident Enzenhofer, das ist ein Gebot des Hausverstandes, dass man das macht. Er gehört zur ÖVP. Und wenn ich jetzt in den Bereich, weil wir hier ein Beispiel aus Berlin auch herangezogen haben, diese Schule hat nämlich in einem Stadtteil, wo es einen sehr hohen Ausländeranteil gibt, auch einen Preis bekommen, den hat der Kurt Biedenkopf, der ehemalige Ministerpräsident Sachsens und aus der CDU, bei einer Preisverleihung auch gewürdigt. Aber ich kann mich auch der SPÖ hier zuwenden. Dieses Schulprojekt mit Deutsch als Pausensprache hat auch unterstützt der Bundestagspräsident und nachmalige Vizepräsident, ein Säulenheiliger, eine Ikone der Linken der Bundesrepublik Deutschland, Wolfgang Thierse. Er hat dieses Projekt gelobt. Und der Senator, der Bildungssenator der SPD in Berlin, Böger, also ebenfalls SPD, ich wiederhole es, weil sonst glauben Sie es nämlich nicht, der sagt als Zitat: Türken, Araber, Asiaten, Kroaten, Pakistani, Tschechen verständigen sich dann am besten, wenn sie die Sprache des Landes benutzen, in dem sie willkommen sind, Deutsch. Also dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass, wenn so ein Antrag von der FPÖ kommt, alle anderen Parlamentsparteien so etwas einheitlich, reflexartig möchte ich fast sagen, ablehnen. Also das spricht für sich. Und jetzt, nachdem ich gesehen habe, der Kollege Walser ist ja auch noch eingetragen, im Rahmen eines Spannungsfeldes, wenn es um die Freiheitlichen geht und die Verwendung der deutschen Sprache, dann suhlt er sich immer in irgendwelchen Plakaten oder sonst irgendwas, in anderen Dingen, die er dann immer genussvoll herumreift. Ich nehme das sportlich, Kollege Walser. Ich sage an sich eines Plakates, das hat es in einer Ausfertigung gegeben. Das hat ein rühriger Kandidat von uns gebracht, nachdem ein aktuelles Problem, nämlich die Schließung eines Kindergartens, ansprechen wollte. Der hat dieses eine Plakat gemacht in der Gemeinde Horn, gespickt mit Rechtschreibfehlern. Aber ich sage Ihnen eines, Kollege Walser. Mir ist so ein Gemeinderatskandidat mit dem Herz am rechten Fleck, der sich für die Bürger dort einsetzt, dem werden die Rechtschreibfehler verziehen. Und der ist dann auch dort gewählt worden, weil die FPÖ hat dort nämlich ein Mandat, im Gegensatz zu Ihnen, dazu gewonnen. Es ist doch besser, wenn man das Herz am rechten Fleck hat für die Bevölkerung, als wenn man auch vielleicht als Gymnasiallehrer manchmal die Nase zu hoch trägt.